Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Wir haben uns im letzten Part den letzten Orden geschnappt und möchten jetzt irgendwie weitergehen. Ich weiß halt nur noch nicht, wo wir lang müssen. Hi. Irgendwie fühle ich mich hier in dieser Stadt zu Hause. Sie liegt am Meer und da drüben steht ein Leuchtturm. Oh, das ist ja der Meerorden der Stadt. Ich muss kurz sein. Bitte nimm das hier auch noch. Danke. Kaskade, überall fahren wir Attacken ein. Kannst du Wasserfälle emporklimmen? Sie gibt uns das jetzt. Bitte, enthält die Attacke Kaskade. Eine Kaskade über die App deines Pokémon einsetzt, kannst du über die Pokémon wieder ansteuern. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken, aber viel Glück. Danke. Gut. Dann haben wir dieses Ding jetzt auch gekriegt, einfach so. Muss nur mal gucken, wie ich jetzt zur Liga komme. Ja, aber das war doch nur seins, ne? Da will ich hin. Der baut so einen Scheiß. So. Ist der nicht hoch oder so? Was ist denn der Eingang hier? Ups. Geht doch von, ja, doch von hier aus da hoch. Man hängt immer irgendwo an irgendwelchen Kanten und Ecken fest, das nervt. Na gut. Ich weiß nicht, wo drin muss. Wow. Ging es links weiter und ich habe es bisher immer ignoriert. Ich kann auch nicht runterkraxeln oder irgendein Kram. Ich habe keine Ahnung. Nö. Hier nicht. Warte mal, ich habe eine Idee. Können wir vielleicht Surfer von ihrer Insel aus machen? Wo sie da steht? Weil das Einzige, was mir jetzt einfällt, wo wir weitergehen können. So, Surfer. Kein normaler Weg. Aber wir sind scheinbar richtig. Wasser-Pokémon. Hi. Also diese Wellen sehen cool aus. Ich bin Schatz, zur Pokémon-Liga zu gehen. Egal wie hart es werden wird. Du schwimmst aber und gehst nicht. Okay, Schwimmerin Cassandra. Dann zeig, was du kannst. So, dann fang ich mal einfach an. Es überlebt? Wow. Okay, dann stürzt er hinterher. Wasserring. Ja, ist jetzt schneller geworden oder was? Gib dir mal einen Wasserring. Okay. Dann bist du down. So, Levelaufstieg. Scheiße. Oh, jetzt hat das Ganze gar nichts gebracht. Es ist so hart. Ja. In der Lage gebe ich nichts auf. Die Pokémon-Liga rennt nicht weg. Das stimmt. Hi. Entschuldige bitte, aber dass ich nicht angemessen angezogen bin für einen Kampf. Entschuldige dich dafür, okay. Emily. Zurel. Von Meryl. Warum? So, dann wirkungslos. Sehr effektiv, dann hau drauf.
ins Gesicht geschossen. Nö, bleib drin. Ist das nicht die höchste Weiterentwicklung? Nee, Meryl. Ja, zu Meryl, Meryl und dann das Ding hier, oder? Also, egal. Schieß einfach weiter. Überlebt. Knuddler. Da haben wir Glück gehabt. So, Emily wurde besiegt. Schön. Jetzt hast du schon mal zu kämpfen, aber war aber keine so gute Idee. Nope. Wenn ich ein Bikini trage, habe ich keinen Platz für Pokémon. Ja, das ist natürlich ein Problem. Nee. Ich fange jetzt nicht. Wir haben. Erstmal. Wir werden hier. Ah, doch, ich muss irgendwas fangen. Aber, okay, muss nicht, aber. Doch später wieder herkommen. Ist egal. Wir werden jetzt nichts fangen, wir müssen so gut durchkommen wie möglich. Boah. Ist ja gut. Das sein. Oh, ein Toxin. Nett. Hätte ich auch gern, aber wir haben gesagt, wir wollen einfach durchgehen. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal liegen. Das hört sich auch an. Ich lasse es so. Ah, geh weg. Ich trainiere. Die Mucke gerade. Ich trainiere auch mit einer Pokémon Arena. Ich glaube nicht, dass das ein Spaziergang für dich sein wird. Aha. Pedro! Oh, da gibt's viele Tricks. Fun-Tipps. Dann Drachenklaue. Das hat schon mal funktioniert. Auch gegen deinen Mann-Tipps reicht das. Schön. Scheint nicht wirklich gute Verteidigungswerte zu haben. Helmoreit, oder? Nee. Bleiben wir drin. Mantas. Dann Zeitenlärm. Oh, es überlebt. Krass. Da hält es nicht wieder. Wie gesagt. Okay. Ein Schaden. Ja, jetzt kommt er noch fünfmal. Komm, nochmal. So, was machst du jetzt? Ja, wenn ich Rückschuss nicht bewegen. Oh nein, es klappt unsere Zeit. Das ist dein einziger Zweck. Oh, nur zweimal. Danke. Und Schwitzer. Wir müssen die Jäger leider noch ein bisschen mehr einsetzen, weil, ja, level technisch halt. Aber egal. Es wird schon irgendwie aufhören. Petro wurde besiegt. Meister Marinus, Wellenbrecher Marinus, ich habe sie enttäuscht und versagt. Was tun? Alleine oder in der Arena trainieren? Doppelkampf? Mein Traum ist es, in jeder Region unter der Sonne im Meer zu schwimmen. Cool. Macht bestimmt Spaß. Ein Kampf tief durchatmen. Wow, was ist das für ein Riesen-Pokéball? Sehen wir das mal auch schon?
schlecht für euch aus, würde ich sagen. Bin geil. So, du willst Rasierblatt rein. Guck, so geht's süß. 3 Schaden. Schade, ist besiegt. Hätte es ruhig überleben können. Spätestens nach dem Rasierblatt wäre es weggegangen. Ich hätte gesehen, wie Rasierblatt beide trifft. So, Mordorsch. Ja, Setz. Was war das? Oh, Enter. Cool. So, nochmal Schlitzer auf. Ich glaube, du hältst mehr aus. So, was sind wir auf beide? Ja, hat gut das ausgehalten. Ich meine, was sind wir? Oh, das sieht cool aus. So richtig so über Kreuz. Nice. So, damit seid ihr wohl weg. Boing. 57 schon. Boah, shit, ja. Ist zu weit. Blättersturm. Oh. Ja. Blättersturm. So. Anwender erzeugt einen Sturm aus scharfen Blättern. Rückschuss senkt Spezialangriff des Anwenders stark. Oh. Oh. Okay. 130 ist geil. Genauigkeit sinkt aber. Und, das Angriff sinkt halt. Nee, dann kommst du leider weg. Schade. Das ist natürlich doof. Oh, ne, geht das einfach. Wow. Es gereicht eigentlich immer die Eier an. Was mit euch? Ja, der hat miese. Ein bisschen spät. Backenklaue darauf. Da sind wir doch beide hier. Sehr gut. So, Hintermann down. Das Wappen, was ich überlebt hat, wundert mich schon. So, und Drachenklaue. Bam. Sehr schön. Und jetzt noch eins nehmen, ne? Patricia, doch, bin ich. Dann Schlitzer. Und Rasierblatt. Warum nicht? Oh, schon tot. Ah, Crit, danke. Sehr gut. Weil es hat eh eine hohe Crit-Chance, von daher ist das gar nichts Besonderes eigentlich. Aiden und Patricia wurden besiegt. Oh, mein Traum ist noch nicht ausgeträumt. Einatmen. Ausatmen. Die blauen Augen sehen cool aus. Ich frage mich, wie das Meer in Kanto und Hoenn ist. Die Fahrt im Züge sind auch nach dem Kampf Pflicht. Okay. Mir ist das nicht so breit hier, dass man immer wieder hin und her schwimmen muss. Ich meine, es war eigentlich richtig, dass man Platz hat im Meer und so, aber es nervt halt, dass man immer so, nur um geradeaus eine lange Strecke zu laufen, musst du rechts und links irgendwie abklappern. Und zwar nur um Zickzack schwimmen. Das ist schon irgendwie doof dann. Nee. Wir wollen nicht. Geh einfach weg. So, hi. Das sieht vielleicht nicht so aus, aber ich bin auch auf Reisen. Sieht ja nicht so aus. Na gut, er hat nichts dabei, ne? Ruben. Bam. Toxer. Nett. Ich mag den Toxer. Ach komm, Tanktau, was soll's.
Crit, sehr schön. Ich glaube, das hätte sonst nicht gereicht. Da bin ich schon fast sicher, dass der das ausgehalten hätte. So, 52. Ein schöner Boost. Du wählst die Oberhand. Gefühlt spreche ich immer nach dem Kampf anders als vorher. Sei dir jedoch gewiss, dass noch größere Herausforderungen auf dich warten. Geh so weit du kannst. Nur du kannst deinen eigenen Horizont erweitern. Ja, den Tox sag ich, würde ich gerne haben. Ist okay, ich hab's verstanden, aber später. Irgendwann später. So. Okay, gut. Hi. Ich habe einen Trainer im Wasser gefunden. Renate. So, dann machen wir einfach Schlitze. Da haben wir noch ein paar. Ja, wir besiegen. Ja, schnell. Bringt kaum EP, ne? Okay. Ja, wir bleiben drin. Schön, dass wir es mit besseren Pokémon aufwarten. Mit der wachsenden Pokémon, sag ich mal. Und nicht mit nur diesen ersten Pokémon. Pizza. Wow. Das hat ja fast weh. Gut, schön. Ich hab auch schon 57. Was ist mit ihm? Mit ihr, sorry. Mein Bedarf ist gedeckt. Ich bin müde vom Schwimmen, also lasse ich mich treiben und hole mich so etwas aus. Gute Taktik. Hi. Ich habe mich entschieden. Wenn ich dich bezwingen kann, gehe ich zur Pokémon-Liga. Okay. Jäger, kannst du vielleicht ein bisschen mit Absicht verlieren? Ich will den in der Liga sehen. Einfach nur zum Lachen. So. Kampf, Rackklaue, go. Wahrscheinlich kann ich überall auch einfach Schlitzer machen bei den Wasser-Pokémon. Toxer, aber ich bleibe einfach dabei. Ich glaube, es ist ein bisschen stärker, von daher wahrscheinlich in Ordnung. So, jetzt können wir sehen, ob das damals gereicht hätte. Oder vorhin. Ja. Oh, auch ohne Crit bist du tot. Hm. Okay. Okay, dann halt trotzdem tot. Klock, klock. Ist okay, lass mich einfach mit der Strömung hinvorziehen. Wie Treibholz. Oh. Land. Naja, mehr oder minder. Hi. Ich kam hierher, um die Pokémon-Liga mit eigenen Augen zu sehen. Gern. Reto. So, Schlitzer. Ich hoffe, es reicht. Oh, das soll man reiten. Ja, gut. So, dann down. Gastrodon. Bleib einfach drin.
Alter Schwede. Erdkräfte sehr stark. Naja, wir sind Stahl, deswegen wahrscheinlich, ne? Oder ist das vierfach effektiv auch gegen Drachen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall gegen Stahl. Maschok. Nö, bleiben. Jetzt eine Lichtkanone wieder und dann ist gut. Und Lux zwar auch noch eine Höhe. Boah, das geht auch. Hier. Schlag auf Schlag. Ich bin schockiert. Nein, wirklich. Ich bin schockiert. So wie ich im Moment kämpfe, reicht es für mich bei der Pokémon-Liga nur zum Zuschauer. Aber geh du deinen Weg und kämpfe in der Pokémon-Liga für mich mit. Machen wir. Das ist noch ein Item. So, du kannst. Findest du auch was im Wasser? Kampfschrei von sich. Okay. Ist voll motiviert. Gut, dann machen wir erstmal Schluss wieder für heute. Werden wir nächstes Mal ja, irgendwie noch ein bisschen weitergehen, schätze ich. Ja, wir sind fast da. Schön. Und dann Pokémon-Liga. Jetzt hier weiter. Was ist das? Erholungsareal. Aha. Naja, gut. Pokémon-Liga und was da drüben nochmal gucken. Egal. Wir machen jetzt mal Schluss für heute und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.